Hey Leute, Mario hier und willkommen zu einem Real Talk Video. Ich finde den Begriff Real Talk extrem scheiße, aber es ist auf jeden Fall ein Video, was in die Richtung Real Talk geht. Denn ich will über was reden, was mich seit Monaten aufregt. Vielleicht sogar länger, vielleicht seit einem Jahr ungefähr regt mich das unfassbar auf. Ungefähr letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt habe ich tatsächlich noch Minecraft Videos gemacht und ich war damit nicht ganz zufrieden. Und ich dachte mir, ey, was kannst du noch machen? Es gibt noch andere Gaming-Genres, die du machen kannst. Ich könnte irgendwie halt sowas machen wie Gronkh, irgendwie ein ganz normales Let's Play spielen, aber da habe ich nicht so viel Lust drauf gehabt. Dann FIFA habe ich auch noch gemacht, aber hatte ich auch nicht mehr so viel Lust drauf. Und dann waren nur noch zwei Genres über. Und das war einmal Horror und das waren einmal Random Games. Horror macht mir zwar auch Spaß, aber ich könnte das auf Dauer nicht. Und dann habe ich mal so geguckt, was gibt's für Random Games. Und es ist mir aufgefallen, dass es extrem viele coole Random Games gibt. Und dass das ein Genre ist, was ich auf jeden Fall länger machen möchte. Und jetzt ein Jahr später würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall ein Random Games YouTuber. Also ich spiele halt teilweise komische Spiele, teilweise einfach ruhigere Spiele, aber auf jeden Fall Indie-Games, die teilweise eventuell ein bisschen merkwürdiger sind und lustig aussehen, wie zum Beispiel Tabs. Es ist immer noch lustig, wenn die halt aufeinander zurennen, die Einheiten, und es sieht halt einfach weird aus. Aber seit ich mich dazu entschlossen habe, regelmäßiger Random Games hochzuladen, gibt es so eine Art von Menschen, die dumm sind. Und die sagen hauptsächlich das hier. Einerseits stört es mich, dass so dumme Kommentare gemacht werden bei mir, und andererseits stört es mich, dass ich noch nicht darüber stehe, wenn sowas Dummes kommentiert wird. Und eigentlich müsste man sagen, ja, es ist halt egal, es passiert. Aber es regt mich jedes Mal auf, wenn ich diesen Kommentar sehe, weil der so unfassbar dumm ist. Warum dieser Kommentar dumm ist und warum ich diesen Kommentar nicht mehr bei mir sehen werde und überlegen werde, dann halt dieses Video hier als Antwort zu schicken oder halt den Kommentar zu löschen, ist einfach, wenn wir uns jetzt mal angucken, welche Videos ich hochlade. Und wenn wir uns jetzt angucken, welche Videos Danny Jesten hochlädt, dann fällt natürlich auf, dass das relativ ähnliche Videos sind. Der Grund dafür ist auch ziemlich simpel, denn wie ich gerade erwähnt habe, habe ich mich vor einem Jahr dazu entschieden, ein Random Games YouTuber zu sein. Und das Ding ist, international ist das der größte Markt überhaupt. PewDiePie spielt hauptsächlich Random Games. Sowas wie Bodhi spielt Random Games. Der spielt da hauptsächlich immer noch Who's Your Daddy jeden Tag, weil er meint, damit kriegt er noch Klicks. Jacksepticeye, keine Ahnung, halt alle möglichen großen YouTuber. Guckt euch irgendeinen Gaming-Kanal an, der groß ist, und euch wird auffallen, dass er diese Indie-Random Games spielt. Und auf dem deutschen Markt. Ich verstehe auch ein paar Leute, die sagen, hey, du klaust von Danny Jesten, weil auf dem deutschen Markt gibt es nun mal nicht so viele Leute, die Random Games spielen. Da gibt es Danny Jesten, da gibt es jetzt Snally Snalls, Sturmwaffel spielt ab und zu Random Games, und dann gibt es halt noch so Leute wie Dufix und wie heißt der andere Typ? Dieser Kumpel von Dufix. Ich denke, die meisten Leute, die verstehen nicht, dass Danny Jesten auch nur ein Genre-YouTuber ist. Danny Jesten ist, wenn man die Gesamtheit betrachtet, auch nur einer von vielen YouTubern, der dieses Genre macht. Aber es gab nun mal keine richtige Konkurrenz, und deswegen denke ich, ja, Danny Jesten ist der Einzige, der es macht, so in Deutschland. Deswegen ist der Einzige, der es machen kann. Das ist Schwachsinn. Das ist einfach nur Bullshit. Jeder YouTuber kann hochladen, was er will. PewDiePie, habe ich eben schon erwähnt, der größte YouTuber, den wir haben. Der hat im Video vor ungefähr, keine Ahnung, einem halben Jahr auch mal darüber geredet, über das gleiche Thema. Und hat der einen Satz gesagt, den ich sehr gut finde. Und zwar, es gibt keinen YouTuber, der von anderen YouTuber klaut. Es gibt nur YouTuber, die etwas schneller hochladen. Der Markt von Random Games ist ja natürlich nicht so unfassbar groß. Also es gibt sehr viele Spiele, die täglich rauskommen. Aber Spiele, die relevant sind für YouTube, sind extrem gering. Also am Tag kommt vielleicht ein Spiel raus, was eventuell relevant wäre. Und das ist schon eine sehr, sehr, sehr hohe Einschätzung. Die Chance ist höher, dass sich in der Woche ein Spiel rauskommt, was relevant ist. Und dann ist natürlich die Frage, ey, wie findet Danny Jesten die Spiele? Wie finde ich die Spiele? Und zwar gibt es ungefähr drei Seiten, die man dann halt täglich besucht. Das sind dann einmal itch.io, GameJolt oder halt IndieDB. Und dann ratet man am Tag halt, keine Ahnung, zweimal die Seiten ab, guckt sich die Spiele an. Ist da was dabei? Nein. Okay, dann gucke ich den nächsten Tag drauf. Und was immer ein sehr guter Indikator ist, um zu gucken, welche Spiele relevant sind, sind die internationalen YouTuber. Und was euch auch wahrscheinlich auffällt, ist, dass Danny Jesten zum Beispiel ganz viele Spiele hat, die Jacksepticeye spielt. Klaut Danny Jesten jetzt von Jacksepticeye? Und die Antwort da ist, nein, die sind beide nur Random Games YouTuber und da ist es normal, dass die Spiele sich überkreuzen. Zum Beispiel Turmoil, die Reihe, wo die alle sagen, ja, das hast du von Danny Jesten geklaut. Hat Jacksepticeye vor Danny Jesten gespielt. Oder zum Beispiel Tabs, wo mir auch gesagt wird, dass ich das von Danny Jesten geklaut hat. Ich war mit ungefähr zwei Wochen Abstand der erste in Deutschland, der es hochgeladen hat.
Also Danny Yesten hat sein Video einen Monat nach meinem ersten Video hochgeladen und dann Leute gesagt, dass ich das geklaut habe von Danny Yesten. Unterm Video, was ich einen Monat vor Danny Yesten hochgeladen, also hochgeladen am, sagen wir mal, 1.7. Danny Yesten hat seins hochgeladen am 1.8. Und er sagt, ja, du hast es geklaut. Spasti. Und das ist so dumm. Natürlich überkreuzen sich die Spiele. Wie eben schon erwähnt, es kommt pro Woche vielleicht ein Spiel raus, was relevant ist. Natürlich spielen das dann alle YouTuber, die in den Genres sind. Das ist doch normal. Wenn zum Beispiel irgendwie... Okay, Beispiel. Ich spiele Minecraft. Und es kommt auf dem Gomma HD Server ein neuer Modi raus. Ist die Chance relativ hoch, dass die meisten Minecraft-YouTuber, die Minecraft-PvP machen, dazu dann ein Video rausbringen. Die wären ja auch doof, wenn die es nicht machen. Das ist einfach so eine ganz logische Schlussfolgerung. Aber was welche Idioten in den Kopf kriegen ist, ja, der klaut das Spiel von Danny Yesten. Außerdem, was soll das heißen, geklaut von Danny Yesten? Hat Danny Yesten monatelang das Spiel entwickelt in irgendeiner Kammer, hat ein Spiel erfunden und gesagt, ja, okay, ich habe jetzt hier mein Spiel erfunden, nur ich darf das Spiel... Nein! Ich glaube, Danny Yesten juckt das auch überhaupt nicht, wer welches Spiel spielt. Man will einfach nur gute Videos machen und man sucht sich Spiele raus, wozu man gute Videos machen kann, die interessant sind. Und deswegen ist das einfach eine ganz einfache Sachzusammlung. Und es nervt mich so unfassbar, dass die Leute das nicht verstehen. Wenn Gronkh zum Beispiel ein Let's Play zu Uncharted machen würde und Sarazar macht auch ein Let's Play zu Uncharted und lädt das aber einen Tag später hoch, sagt ihnen auch, ey, du hast Uncharted 4 von Gronkh geklaut? Nein, weil das fucking stupid ist. Ich meine, mein Channel lief im letzten Monat extrem gut. Und da bin ich auch extrem dankbar, dass so viele coole neue Zuschauer dazugekommen sind. Aber... ich sag mal, von 109 coolen Zuschauern, die gekommen sind, gibt es so eine Person, die einfach nur Stress will in den Kommentaren. Die beleidigt dann Leute oder die schreibt halt irgendeinen Bullshit, der auch provozierend sein soll. Und ganz ehrlich, wenn du schon mal geschrieben hast, du klaust von Danny Yesten oder schon mal Leute beleidigt hast in den Kommentaren, dann verpiss dich von meinem Channel. Ich will, dass der Kommentarbereich bei mir ein guter Bereich ist, wo die Leute gerne sich untereinander austauschen, coole Sachen schreiben, auch Sachen schreiben, die ich gerne lese und nicht, dass Leuten auch auffällt, hey, du antwortest ja auf jeden Kommentar. Dann antworte ich, dann schreibe ich jetzt irgendeinen Kommentar, der gar keinen Sinn macht. Schreib einfach Hallo. Ich werde auf Kommentare, wo kein Inhalt und kein Bezug zum Video ist, ab jetzt nicht mehr antworten. Ich meine, was nützt es euch, zu schreiben irgendwie, hallo? Das hat keinerlei Relevanz. Das hat nichts mit dem Video zu tun, das hat nichts mit mir zu tun, das hat nichts mit euch zu tun. Ist es, sondern einfach nur ein dummer Kommentar. Aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr, sehr viele coole Zuschauer, die dazugekommen sind. Aber ey, dieser Kommentar, ey, du klaust von Danny Yesten, dann erwarte ich auch, dass die Leute zu Danny Yesten gehen und sagen, ey, du klaust von Jacksepticeye. Und dass sie danach zu Jacksepticeye gehen und sagen, ey, du klaust von XY. Irgendeiner wird immer der Erste sein, der irgendwas hochgeladen hat. Irgendeiner wird immer schneller sein als jemand anderes. Ich werde jetzt wahrscheinlich ganz oft ironisch in den Kommentaren stehen haben, ey, du klaust von Danny Yesten, weil es jetzt so lustig ist, das zu schreiben. Macht, was ihr wollt. Unter diesem Video ist es okay. Unter jedem anderen Video werde ich den Kommentar entweder löschen oder dieses Video verlinken. Und das war alles, was ich sagen wollte. Dumme Menschen sind dumm. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Ich versuche jetzt gleich noch ein zweites Video für heute aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video, was dann wieder ein Gameplay-Video sein wird. Bis dahin und ciao.